Bei einem Zugunglück in Tschechien sind nach ersten Informationen zwei Menschen ums Leben gekommen, 38 sind verletzt. Nach Angaben der Polizei waren am Mittwochmorgen zwei Personenzüge bei Domažlice im Südwesten des Landes nahe der bayerischen Grenze zusammengestoßen. Einer der Züge war auf dem Weg von München nach Prag und hatte nach ersten Erkenntnissen ein Haltesignal überfahren. Unser Tschechien-Korrespondent Danko Handrik ist zurzeit in Leipzig und uns jetzt per Telefon zugeschaltet. Herr Handrik, was genau ist dort passiert? Was wissen Sie? Es kommen immer neue Informationen dazu. Also klar ist, es war um 8.06 Uhr bei Domažlice. Domažlice, das liegt so östlich von Regensburg in etwa, fast so auf direkter Linie zwischen München und Prag. Und genau auf dieser Strecke war auch der Expresszug unterwegs, also der Expresszug München-Prag. Und er soll nach ersten Erkenntnissen zumindest nahe der deutschen Grenze ein Haltesignal überfahren haben und ist dann mit einem Nahverkehrszug, einem sogenannten Regio-Shark, kollidiert. Es gibt auch immer neue Informationen zu den verletzten Zahlen. Also Hubschrauber sind auch gerade im Einsatz und auch der tschechische Verkehrsminister macht sich gerade auf den Weg in die Region und er spricht von einer sehr, sehr ernsten Situation. Zwei Menschen sollen gestorben sein, sieben Personen sind immer noch in einem sehr kritischen Zustand und die Behörden gehen davon aus, dass es 50 Verletzte bei diesem Zugunglück gab. Weiß man irgendwie etwas über die Menschen, die da verunglückt sind? Könnten es auch Deutsche gewesen sein? Das ist bislang alles nur Spekulation, aber da es sich um die Strecke München-Prag handelt, ist davon auszugehen, dass in dem Zug auch deutsche Passagiere saßen, gerade jetzt, wo man ja auch zumindest für Kurzaufenthalte wieder nach langer Zeit, nach Corona, wieder nach Tschechien reisen kann, sind auch in Prag wieder sehr viele deutsche Touristen unterwegs und auch sehr viele Touristen aus Bayern unterwegs. Von daher muss man davon ausgehen, dass in diesem Zug auch Deutsche saßen. Wie steht es denn um die tschechischen Eisenbahnstrecken? Es kommt ja immer wieder öfter mal zu Unfällen dort. Genau, es kommt immer wieder zu Unfällen und es kommt vor allen Dingen auch immer wieder zu sehr, sehr schweren Unfällen. Und es gab vor einem Jahr einen Vorfall im Erzgebirge, auch wieder eine ähnliche Situation. Ein Zug aus Deutschland kommt, stieß mit einem Zug aus Tschechien zusammen und auch da war das Problem ein Haltesignal und daraufhin gab es große Diskussionen im Land. Das Zugnetz sollte verbessert werden, die Haltesignale sollten erneuert werden, modernisiert werden. Aber offenbar ist noch nicht so viel geschehen, sodass es jetzt eben auch wieder zu diesem Unfall kam und auch in der Zwischenzeit nach diesem letzten schweren Zugunglück im letzten Jahr mit zwei Toten, darunter auch ein Deutscher, kam es immer wieder zu kleineren Zusammenstößen, wo immer wieder kritisiert wurde, dass die Technik in Tschechien sehr mangelhaft sei.